Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Ne? Wer startet denn jetzt? Wir haben noch kein Hallo und sowas. Was für ein Hallo? Hallo, Drio! Hallihallo, ich bin's, euer Henny Hahn, und ja, herzlich willkommen zurück zu The Forest. Henny ist der Coolste. Henny ist der Coolste. Ich bin der Coolste. Oh, jetzt ist er uncool. Oh, Mitläufer. Ja, das macht dich komplett uncool. Mitläufer-Scheiße, Alter. Alter, ja. Das sieht ja voll heftig aus. Das ist ja irgendwie sieht's anders aus, ne? Der Flugzeugabsturz, kann das sein? Ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen besser aussieht. Und es laggt auch nicht mehr so. Ja, das ist, so. Also du denkst, dass das Spiel schöner aussieht. Aber die Bäume sind wieder weg. Scheiße! Nein! Mein Gott. Was Alter, ist aus? Mega, ich sehe nichts. Ich kann nichts sehen. Der macht die Augen auf. Ich mach die Augen auf. Aber das Spiel ist total dunkel schon wieder. Kann es sein? Der Vogel hat gebrannt. Dieser scheiß fucking Vogel hat gebrannt. Wie cool ist das denn? Hier liegt ein toter Vogel vor mir. Ja, das ist schön. Aber bitte nicht ablecken, es könnte sein, dass der Vogel Grippe hat. Ich wollte mitnehmen. Chico, pass auf, da kommt gleich ein Baum gefallen. Oh. Ah, unser Lager ist doch noch da, oder was? Seid ihr schon alle im Lager? Was ist das denn? Wir sind alle schon im Lager, du bist noch wieder irgendwo. Wir sind alle schon im Lager. 5 Leute. Pass auf! So ein schöner Baum ist weg. Pass auf! Wo ist der Baum? Wow! Herr John Borrow, wie konnte ich das nochmal heller machen hier, das ganze Geraffel? Über die Einstellungen. Ich habe ja gar nichts! Und dann über hast du so einen Einstellung. Shader oder irgendwie sowas. Ein Shader, irgendwie sowas. Ich hab nicht mal eine fucking Axt. Tja, doof, ne? Ich mach mal mein Häuschen weiter. Aber ich setz mich einfach mal hier hin und... Ja, willkommen bei Sitzsimulator 2015. Warte, das hat Tamiro gespielt, ne? Warte auf den Bus-Simulator. Ja, sehr, sehr schönes Ding. Das war eins der schönsten Spiele, die ich je gesehen habe. Und, Leute, ihr könnt gerne mal beim Tamiro reinschauen. Ihr könnt super sehr viele Sachen hier machen, wie zum Beispiel umgucken und den John beobachten, so Bauarbeiter beobachten, gucken. John, der Baumeister, jo, wir schaffen das. Achso, nochmal als kleine Information an die Leute, die halt nur The Forest gucken, bei mir oder bei anderen. Mein Gewinnspiel ist jetzt am Starten und sowas, ne, also es läuft zurzeit schon Alter, gut. Alter, keine Schleichwerbung. Und ich mach das ja für meine Zuschauer, ja. Leck Alter, macht er hier gerade Werbung für Tamiro und jetzt sagt er keine Schleichwerbung. Was ist das denn? Tamiro ist cool. Ja, das stimmt. Na gut, das ist ja Schleichwerbung für jemand anderes, ne? Chico nicht. Ich fühle mich leicht gedisst. Das nur leicht? Nein, wir haben uns ja alle lieb. Ich habe noch keine Ahnung, was wir heute machen. Die Scheiß-Echse rennt gerade durchs Feuer. Die KI ist auf die... Ha! Ich höre schreien. Kommt her, ich habe einen Stock. Achtung, Baumfeld! Da sind überall Gegner! Hör auf, Bäume zu fällen! Ah, voll, die brennen aber, guck mal! Ha! Na, du Honk! Oh, fuck, sind das viele! Wieso leckt das bei mir so? Weiß ich doch nicht! Ich hab einen Stock! Ich weiß nicht, was ich hab. Komm her! Hier ist alles voller Gegner, Hini, wir sind so im Arsch, wir müssen uns woanders ein Lager bauen, das hilft nichts. Ja, ich hab doch gesagt, das Lager ist scheiße. Ja, hab ich ja auch gesagt. Nein! Genau. Komm her. Mehr Vibe. Ich wollte abmachen. Oh eins, dir vor. Ich muss hier erst nochmal irgendwie... Bam. So, die Axt. Bam. Kann ich mir eine Fackel bauen aus Stöckern? Ja. Und ich weiß gar nicht. Chico, kombiniere das da? Und das. Ich hab sie getötet. Mit einem Stock? Ich hab sie getötet. Ich bin fast tot. Hinter dir. Sehr schön. John, hinter dir. Ah, ich will doch gerade einen Lurchi essen. Geh weg. Oh, ich komm mit meinem Superstock. Komm her. Bam. Bitch. Ja, es geht schon wieder super los. Scheiße, das hat sie mich. Ich bin tot. Wie kann ich Sachen aus dem Inventar nochmal ausrüsten? Ah, ich weiß das alles nicht mehr. Mit I. Okay, I. Und das Feuerzeug war mit L. Ich bin gleich tot, wenn mich keiner mal wieder belebt. Ich komme. What does the fox say? So, wie zünde ich den Scheißstock denn jetzt an hier? 100 Euro, danke. Geht weg. Ich will doch nur mein Haus bauen. Lass ihn in Ruhe. Halt aber die Fresse. Wie kann ich Sachen anziehen? Ah, L gedrückt halten. Das ist neu.
Ah, okay. Servus. Ah, sehr schön, jetzt habe ich eine Fackel. Das ist schön. Ich glaube, ich habe dich geschlagen. Ja, ich habe es gemerkt. Aber Hilfe. Seid ihr noch im Lager? Ja, ne? Ja, wir betteln uns hier gerade. Wo bist du, Smoddy? Hinter dir. Da ist noch eine. Wow, wieso ist die so schnell? Weil es geleckt hat. Geh weg. Ja, jetzt bist du tot. Gott sei Dank habe ich meinen Stock. Ah, da ist noch einer. Oh. Ah! Ah, tötet ihn. Bin ich schon wieder nackt? Oh nein. Oh Mann. Ey, wo ist mein Baum hin? Den hab ich gefällt. Das Lager ist voll für den Arsch. Nee, wir machen uns das jetzt sicher, weil wir schlagen jetzt den Kopf von der Tussi hier ab und dann hängen wir den da vorne ran und dann ist alles perfekt. Aber hier sieht's scheiße aus. Nein, ach Quatsch, wir machen das richtig schön jetzt. Luchi! Hier. Wie soll das denn noch schön werden? Mein Haus schwebt in der Luft. Ja, das ist doch super, das ist doch geil. So wollen wir es doch haben. Was denn da? Yay! Leute, guck mal, wir haben jetzt unser Abschreckdings für die Arschlöcher. Das Abschreckdings. Es sehr schön. Sieht wunderschön aus. Jetzt werden sie hoffentlich nicht mehr so oft kommen. Ja, hoffen wir das mal. Ich wünschte, ich würde mit dranhängen. Kein Problem, lässt sich alles eigentlich. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Ach Gott. Hast du was gegen Klein oder was? Was? Sehen wir eigentlich alle, sind wir eigentlich alle die gleiche Person? Nein. Ja. Das ist einfach der Modetrend damals gewesen. Das hier ist John sein hässliches Haus. Ey, das wird wunderschön noch. Das glaube ich nicht. Das hier ist eigentlich das schönste Haus. Echt mal? Das ist ein bisschen Haus. Nur weil es schon fertig ist. Das ist echt so geil. Schnauze im Hintergrund. Boah, kann Per Woll jetzt reden, oder was? Ja, Per Woll kann jetzt reden. Cool. Ich setze mich mal auf seinen Schoß. Oh, schon ist er weg. Das ist mal eben hier. Einfach nein. So, ich habe gar nichts. Ich habe nichts zu fressen. Hat er nicht. Nice. Hat ja. Er nicht. Ich habe nichts zu trinken. Ja, da musst du dich mal ein bisschen umgucken, weil... Upp. Mein Schwimmen ist auch weg. Der zwischen den Beinen, oder? Vielleicht. Mensch, Leute, hier ist schon wieder es alles. Es kann halt sein, dass bei mir nicht so krass ruckelt. Das ist eine tolle neue Erfindung von mir. Ich habe einfach ein anderes Ausnahmeprogramm-Ding mal genommen. Das ist ein Ausnahmeprogramm. Das gute alte Ausnahmeprogramm. Wieso sehe ich hier einen Hammer und den Boden? Ist aber eine Ausnahme für die Aufnahme. Genau, ja, deswegen ruckelt es ja auch nicht. Genau. Ich habe da einen Hammer auf dem Boden. Warum ist da ein Hammer auf dem Boden? Gibt's was zu essen am Grill? Und wenn das jemand mag, kann er gerne herkommen. Nee, Magen ist noch ganz gut bei mir. Bei mir ist ein Null drin. Ja, bei mir auch. Ich dachte, man kann sich das so aufnehmen, aber nein. Ich nehm's. Haben wir etwas, wo wir Stickies reinpacken können? Ich glaube, vor der Mauer. Nennen wir es Mauer. Ist das für Stickies hier? Wow, was war das? Ich weiß es nicht. Ich dachte, du hättest jetzt einen Hasen hier. Wo ist der Hase? Kann das Ding hier nicht. Den hab ich aufgegessen. Ich hab gesagt, ihr wollt nicht. Ich hab noch gar nicht geantwortet, du Arsch. Oh, es gibt ein neues Zielsystem. Das ist ja geil. Jetzt hör auf, vom Thema abzulenken. Echt mal? Wieso habe ich einen Arm? Wenn du Steine in der Hand hast, hast du jetzt ein Zielsystem, wo der Stein hinfliegt, zum Beispiel. Auch mit dem Tempo. Schade, dass das mit auch so ist. Schade, dass wir es beim letzten Mal noch nicht hatten, dann hätte ich dich auch getroffen. Ey, ich habe aber schon eine Panzerung. So, B war... Small Feather, geh mal zur Seite, bitte. Am Arsch. Jetzt wäre ich fast reingerannt, Alter. Jetzt wollte ich zur Seite gehen und renne fast rein. So cool. Das ist der Stickholder, okay. Also, wenn ihr Lurche tötet, könnt ihr mit dem Lurchfell ist geil, mit den Schuppen quasi einen Panzer bauen für euch, eine Panzerung. Alter, ich möchte jetzt erstmal einen Stickholder bauen, damit wir hier ein bisschen so Zeugs... Ja, kannst auch einen Lockholder bauen. Okay, Leute. Lockholder haben wir, glaube ich, schon. Wie um alles in der Welt funktioniert das hier gerade? Ich bin mitten im Wasser und hab mein Dingens ausgebreitet, mein Inventar. Ja. Also, Dingens ausgepackt, Igitt. Pfui. Da ist aber ja, vielleicht wieder. Ist es FKK-Strand. Was ist denn so, hier? Kann jemand auch nochmal Schildkröten oder sowas hier? Nee, Schildis haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Nee, haben wir noch nicht. Ich habe hier irgendwas aufgenommen, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier aufgenommen habe. Chico, du kannst mir gerne helfen, das Haus weiterzubauen. Achso, du hast keine Axt, ne? Richtig. Ich glaube, ich sammle hier Pilze oder sowas auf im Wasser. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sammel doch mal Stickies für unseren neuen Sticky-Holder. Dann braucht Sticks für den Stickholder. Ja. Dann helfe ich dir Bäume hacken. Das ist so lieb von dir. Du hast ja zwei Bäumehäuser. Ja, die wollte ich miteinander verbinden. Also ein Baum muss hier noch stehen bleiben. Oh.
Und jetzt habe ich den Schrank gehabt, Entschuldigung. Und zwar am besten, glaube ich, dieser hier. Ja, ich habe Dingens wieder. Scheiße, wie haben wir sie denn genannt? Ja? Dieser Baum muss stehen bleiben. Wo du dran stehst. Ja, ich glaube, dieser muss stehen bleiben. Okay. Das wäre schön. Guck nicht deine Scheiße. Aber nur, weil du es bist. Was macht ein Small Feather als Chico? Entschuldigung. Sehe ich nicht. Dumm Skyline rumstehen. Skyline am besten. Würde auch helfen. Skyline? Nissan, was machst du? Schönes Auto übrigens. Ja. Ja. Und Schleichwerbung. Ja. Habt ihr ein Auto? Ja. Ja, zwei. Ach stimmt, hast du mir mal erzählt, so voll die alten Oldtimer-Karren oder so, ne? Einen. Also ich habe ein Sommerauto quasi, eine Granada und eine Winterhure. Cool. Vorsicht! Wow! Willkommen. Ich kann keine Stickies mehr aufnehmen. Was soll ich mit den Stickies machen? Oh mein Gott, was soll ich mit den Stickies machen? Alter, wie ihr einfach nur nicht zuhört. Ich habe gerade gesagt, ich habe hier einen Sticky-Holder gebaut. Wo? Hier. Da. Ja, dieses V-Holz. Oh fuck, es tut mir so leid, ich habe deinen Baum abgerissen. Ernsthaft? Oh, du bist so ein... Oh, toll. Ernsthaft? Ich habe wieder so ein, Alter, du bist ernsthaft? So ein Mongo. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So dumm, Alter. Aber es steht noch, oder? Ja, es steht genauso bescheuert wie das andere jetzt. Oh Mann, es tut mir leid. Und ich wollte dir bei dem. Ich helfe hier. Bau dein scheiß Haus doch selber. Die scheißen. Echt mal. Was ist das? Toll. Oh Gott, ich hab nicht hingeschaut. Wer baut denn auch ein Baumhaus? Ich hab einen Fehler. Alter, ich baue ein Baumhaus, damit ich mich vor den Ureingeborenen schützen kann. Brauchen wir nicht, wir haben jetzt so ein super Abschreckfall-Ding-Typi. Oh Mann, so eine Scheiße. Ah, das andere schwebt auch in der Luft, geil. Ja. Ja, dann hast du den Baum auch gehackt. Dann machen wir das alle so, oder? Machen wir das mit jedem einzelnen Baum jetzt. Und dann können wir futuristische Gemeinde spielen. Ja, voll. Alles schwebt in der Luft. Oh Mann. Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Vor allem fahren. Wir schweben ja. Ja, entschuldige. Meine Yeezy! Die Zukunft. Baumfeld. Mann. Ach, Hini, was machen wir nur mit dir? Was machst du mit mir? Lalala. Erst töte ich dich die ganze Zeit, deine Community muss mit lieben. Ja, die wird dich hassen. Ich weiß Hallo. Gar nicht, wie viel. Also ich baue hier fleißig dein Haus mit weiter und du. Das ist so lieb, du kannst auch gerne mit einziehen. Mich. Du kannst auch gerne mit einziehen. Was ist das denn hier? Aber nur, wenn du mit mir in einem Bett schläfst. Das kannst du vergessen. Oh Mann. Ich muss was essen. Was habe ich denn? Batterien? Wo kommen die denn her? Sticky Mac Stick Stick! Sticky Mac Stick Stick? Sticky Mac Stick Stick. Oh Mann. Echt? Eigentlich voll sinnlos, was wir gerade machen, wenn wir das Lager eh abreißen, oder? Wir reißen es ja nicht ab. Achso. Doch, John hat schon angefangen, es abzureißen. Nein, nur die hässlichen er hat nur Sachen. Die Bäume abgerissen, die Häuser stehen noch. Ja, es sieht wunderschön aus. Kann man noch raufklettern eigentlich, oder? Ja, ich denke schon. Da sind ja noch Seile dran. Ja. Ah, das ist so toll, das ist ein bisschen wie Minecraft-Physik, so, ne? Ich kann keine Stickies mehr draufstecken auf deinen Sticky-Mac-Stick-Halter. Ja, also dass das einfach so in der Luft schwebt, finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen. Ich würde das gerne echt wieder abreißen, aber es geht nicht, ne? Doch, ich glaube, wenn du raufkletterst. Warte mal. Ah, das sieht echt geil aus, wie er das Seil raufklettert und so. Ah, jetzt sieht das Haus auch viel geiler aus, ganz ehrlich. Man darf nur nicht in das Loch fallen. Doch, du kannst es, glaube ich, kaputt schlagen. Ich probiere mal mein Bestes. Okay, reißen wir die Hütte ab. Da ist die Hütte. Ich hab meinen Stein. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster. Welches Fenster? Das hier. Du meinst das Kackloch in der Mitte? Ja, das ist äußerst praktisch. Ich glaube, man kann es nicht kaputt machen. Ich hau jetzt schon seit ungefähr 20 Schlägen drauf. Ja, ist ja auch nicht das richtige Werkzeug dafür. Ja, genau. Du Neandertaler, ey, mit dem Stein. Warte mal. Mist, ich will dich da runterschubsen. Du musst also das richtige Werkzeug benutzen. Ah! So geht das. Ich schmeiß eigentlich nur die Scheiße. Oh Mann. Unser Lager sieht echt voll für den Arsch aus. Ja, voll das Loop-Lager.
Ich frage mal meine Community, soll ich hier alles anzünden? Oh, vielleicht geht das ja sogar. Das wäre geil. Wollen wir mal Molotow? Nein, wir machen TNT rauf. Mach jetzt mal dein fucking Haus fertig. Ja, genau. Hast du noch Dynamit? Ja. Damit wir unsere Basislager haben, dann können wir uns immer noch ein anderes Gebiet raussuchen. Jetzt mach doch erstmal. So, jetzt ist die Frage, wie werfe ich das da hoch, ohne selbst in die Luft... Ach, probieren wir es doch einfach aus. Wenn ich gleich tot bin, würdet ihr mir bitte... Ich hänge in der... Im Boden. Ja, ich sehe es gerade. Bitte hell. Da kommt der aus dem Boden gekommen, der Jumping. Oh. Ja, ja. Geh wieder ins Loch zurück, wo du herkommst, ey. Komm schnell, wieder runter. Achtung! Wow. Alter, das Ding ist unkaputtbar. Sieht wunderschön aus. Hat der da gebaut, sagt. Aber der Baum daneben ist umgekippt. Wo? Ah, da, super. Das war meine letzte Stange Dynamit. Ich hoffe, wir brauchen nie wieder Dynamit. Ich geh nochmal zum Flugzeug, vielleicht finde ich da nochmal was Interessantes. Vielleicht ist es. Ja, voll. Oh nein, jetzt ist wieder der Wind, der ist so tierisch laut. Vielleicht kannst du den in der Option über den Shader leiser machen. So, ich muss mich jetzt erstmal auf die Bank setzen. Setz dich mal auf die Bank. Ich hole mal einen Stein und dann schmeiß ich dich mal ab. Das ist die Ausbank, weil ich hier nicht habe gehört. Ja. Ich habe gehört, man kann Tennisbälle anzünden und sich schmeißen. Oh, das ist ja geil, das wusste ich das noch. Das möchte ich ausprobieren. Das ist ja cool. Dann musst du zum abgestürzten Flugzeug mal rennen. Hast du dich einfach belesen? Wolltest du da nicht sowieso hin? Dann komme ich mit. Nein, ich gehe jetzt zum Cockpit des abgestürzten Flugzeuges. Ah, das ist da hinten, alles klar. Wo die Leuchtpistole war, ne? Richtig, vielleicht ist da irgendwie wieder was gespawnt oder sowas. Mal gucken. Vielleicht finde ich auf dem Weg dann ein paar Schildkröten oder sowas. Schildi! Sollen die eher im Wasser oder am Strand rumlaufen? Die rennen eigentlich überall rum, nur hier nicht. Okay. Kann es sein, dass ich voller Blut Fische! Bin? Ja, du bist voller Blut. Ja. Ich hab Fische so, gefunden. Wie kann ich mir denn jetzt, wie kann ich mir aus der Haut so eine Rüstung machen? Die kriegst du einfach im Inventar an und fertig. Achso, die kann ich anziehen. Alles klar. Genau. What the fuck, was ist das denn? Okay. Ja, mein Haus ist fertig. Yippie! Halt ja nur 5. Bitte schön. Alter, der Eingang ist hinten. Das ist ja super geil. Hat nur 5 Wochen gedauert. Nein, ernsthaft. Ist der Eingang hinten, oder was? Ja. Yeah. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Alter. Ist ganz schön eng hier. Ja. Aber das wird nach einer Zeit besser. Alter, wie sieht's hier denn aus? Räum mal auf. Was ist das denn? Ich kann die Fische nicht attackieren. In deinem Haus kann man speichern. Ich weiß, ja. Das kann man in jedem Haus. Jetzt versuche ich den. Oh, da kommen wieder irgendwelche Typen. Mit einem gefällten Baum zu erschlagen. Alter, was brauchst du denn jetzt hier schon wieder für eine verkackte Mauer hin? Naja, damit die da nicht durchkommen. Hilfe! Hilfe! Hini! Ja, wo bist du? Ich werde hier gerade attackiert. Komm mal zu mir. Freddy Krüger. Gott, hier ist auch einer. Oh Gott, ihr müsst weg. Ich bin gleich okay, da. Der ist da tot. Komm zu mir, komm zu mir. Ab ins Haus. Den mach ich fertig. Den mach ich fertig. Ja, kein Problem. Wo bist denn du? Oh, ein Vogel. Wer? Na du? Definiere du. Du. Der Hahn. Ich bin hier draußen. Halber Hahn. Der halbe Hahn. Hallo, oh, halber Hahn. Hahn. Das mit meinem Haus. Jawohl. Scheiße. Ich hab eins gefunden. Eine Schildkröte? Eine Echse. Da rennt er. Nee, da rennt er. Der rennt um den Baum rum. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon, ne? Ja, dass da einer so blöd um den Baum gerannt ist. Ich bin gleich down. Lange dauert's nicht mehr. Was rennst du denn da hin? Na, ich muss den töten, der will unser Lager attackieren. So. Der ist doch nur. Der will nicht unser Lager attackieren, der will uns attackieren, du Held. Geh weg! Geh weg! Hä? Ach, du hast ihn aufgehoben. Warum? Lass ihn in Ruhe. Ich schmeiß ihn jetzt ins Wasser. Werf ihn ins Feuer. Vielleicht lockt der Fische an. Ich habe hier hinten Fische, aber ich kann sie nicht attackieren. Das ist total scheiße. Weißt du, worüber ich mich richtig freuen würde? Über einen Multiplayer bei Stranded Deep. Ja, ich hab wieder. Hier sind wieder Sachen im Cockpit drin. Ja, Stranded Deep habe ich auch gezockt. Fand ich nicht so super jetzt. Aber es war ausgereifter irgendwie als Forest. So eine Mischung aus Forest und Stranded Deep wäre ganz cool. Halt so mit größeren Inseln. Das wäre hammergeil. So. Achtung, Baumfeld. Schön, dass sie verschwinden immer, das ist super. Jetzt baue ich uns noch einen Rockholder. Ein Rockholder? Mhm. Für Hardrock?
Hard Rock Hallelujah. Für, ja, genau. Also im Cockpit ist wieder was zu finden. Auf jeden Fall eine Leuchtpistole und so ein Gedöns. Danke, dass du das gemacht hast, Tini. Kannst mich mal im Arsch lecken. So, ich habe sogar schon Steine reingelegt. Oh, cool. Kann ich ja. auch, kann ich auch. Bist du mein Held, Tini, du bist mein Held. Jetzt liebe ich ja, dich. Ja, Tini, Tini ist halt sehr, sehr produktiv. Bleib doch einfach in deinem Cockpit. Ja. Sonnen! Es sonnet! Fick dich, Sonnen! Leck mich doch am Sack. Oh. Oh mein Gott, ich höre es regnen, aber ich sehe es nicht. Es ist unsichtbarer Regen. Oh mein Gott, unsichtbarer Regen. Nein. Also ich höre keinen Regen, ich höre nur Wind. Leute, ich habe gestern den zweitlustigsten Film aller Zeiten geschaut. Wieso? Dein Urlaubsvideo? Nein. Und zwar Anchorman 2. Hammer geil. Oh, der ist so, der ist super, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie den zweiten genauso geil hinkriegen wie den ersten, aber sie haben es geschafft. Den fand ich auch richtig gut. Oh shit, ich muss was essen, ey. Ich auch. Ich bin schon wieder nur am Hungern hier. Das geht so nicht. Irgendwann bin ich nur auf Haut und Knochen. Weißt du, das ist so, so typisch, weißt du, der John, der ist das reich, ist... weißt du, der hat Hasen ohne Ende. Ich muss verhungern und er stopft sich einen Hasen nach dem anderen in den Maul, obwohl sein Magen voll ist. Das ist so typisch, ey. Achso, ja, stimmt. Ich wollte hier auch noch was zu essen machen. Ich und die Hasen. Weißt du, und die anderen müssen hungern, weißt du, aber er hat einen vollen Magen und stopft es trotzdem rein. Es war so gut. Wie kann ich denn Sachen in diesen Scheiß legen? Oh, es regnet tatsächlich. Ah, mit C. Ja, ich glaube auch den ganzen Tag nur Dünnpfiff. Ja, das stimmt. Too much information. Hini, wo bist du? Ja, hier. Hini ist da, da ist Hini, da! Komischen, ich baue deinen komischen Zaun hier weiter. Der... der ergibt Chicos voll Hütte viel reinragt. Sinn. Der ergibt total viel Sinn. Ach nee, er wollte ja anders genannt werden. Wie wolltest du nochmal genannt werden? Skyline! Ach ja. In Skylines Hütte ragt es rein. Ja. So, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, deswegen baue ich jetzt einfach irgendwas mal. Wo habe ich denn hier? Ich drück mal B. Sehr schön. Ja, ich baue jetzt... Sammel Stickies, Stöcker, was sammel was zu essen. Ja, mach dich doch einfach mal nützlich. Ich sammel jetzt... Ehrlich? Ich sammel... Ja genau, ich baue jetzt das hier. Ihr könnt Wieso mich, kann ich... Ihr könnt mich jetzt alle mal. So, jetzt müssen wir das auch auf der anderen Seite machen und dann haben wir es. Dann sind wir safe. Nee, dann bist also, du safe. Ich jedenfalls, ja. Mein Haus schwebt da in der Luft. Dank dir. Hey, komm, das war ein Freundschaftsdienst. Was? So. Hallo. Geh doch mal weg, ich will hier bauen. Ja, gut, okay. Dann gehe ich halt weg. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Ganz viel Liebe. So, der erste Rockholder ist schon voll. Da ja, kann ich, das habe ich gemacht. Könnte ich ja eigentlich nochmal ein paar Stämme sammeln hier. Sammel deine Stämme. Fuck, den habe ich jetzt gerade gebaut, den Rockholder. Egal, man kann die genug Ist doch nicht schlimm, wenn wir zwei... Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ist doch nicht schlimm, wenn wir zwei haben. Nee, wir brauchen eh ganz viel Zeug. Und dann können wir irgendwann mal auf Entdeckungstour gehen und Schildkröten suchen, alle Mann. Ja, vor allem, wenn wir uns dann auch mal ein neues Plätzchen für ein Lager suchen. Ja, das ist ja erstmal nur... Vorsicht, 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 Baumfeld! Ah! Alter, das war so knapp. Vier Stück brauche ich noch. Mann, sind wir eine Chaotenpartie. Sind wir gar nicht. Nein, das ist alles hochprofessionell geplant. Ja. Tada! Wir wollen ja nur, dass es lustig ist, deswegen machen wir das ja so. Zeig her. Oh, was ist das denn? Steine. Ich habe doch gar nicht Stein ausgewählt. Alter, das sieht aus wie so eine Schubkarre oder sowas. Ah, das ist ein Stein? Ich habe einen Steinwälter gebaut. Okay. Kannst du das Ding ziehen? Warte. Ah, pass auf, das ist verbuggt. Ja, ich kann es ziehen. Das ist verbuggt, da fällt man manchmal durch die Erde und dann war's das. Ah, wie geil ist das denn, ey? Also das war früher jedenfalls so. Ich habe mich seither nie wieder getraut. Skyline ist unser Schubkarrenmann. Ich bin unser Schubkarrensteinmann. Genau. So. Das Ding ist, glaube ich, auch voll hier jetzt, oder? Passen da noch mehr? Ich habe einen Motor gehört. What the fuck? Vielleicht war das ein anderes Flugzeug, das abgestürzt ist. Das war, glaube ich, das Moped, was bei mir draußen am Fenster lang gefahren ist. Ah. Mop. So, ich würde mal sagen, das war eine super Folge, oder?
Ja, wir haben jetzt 30 Minuten haben wir aufgenommen, ja. Codewort, Codewort. Codewort, Codewort. Also danke fürs Zusehen, liebe Leute. Tschüss. Tidlü. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.